Vielleicht meinst du, Frauen wollen einen dominanten Typen, ein Alpha, was auch immer das heißen soll, ein Arsch oder ein High-Status-Kerl. Vielleicht hörst du die ganze Zeit den falschen Männern zu, die dir Tipps geben, die einfach nicht zu dir passen, die dich zu etwas machen wollen, der du weder bist noch sein willst. Es gibt Frauen, die sind sapiosexuell. Denen wird ganz warm ums Herz, wenn sie sehen, wie du in einem Buch ganz vertieft bist oder wenn du mit ihr über Sartre oder De Gaulle oder den Existenzialismus sprichst. Intellekt turnt sie an. Und diese Frau kann mit dem Macho-Gehabe einfach nichts anfangen. Wir sind vor diesen ganzen Fehlinformationen leider nicht gefeit. Denn auch ich höre immer wieder von Kunden, die zu mir kommen, dass sie Lob des Sexismus gelesen haben und dass dort dies und das drin steht und dass man Frauen so und so behandeln soll. Vielleicht haben diese Männer keine verdammte Ahnung von Frauen. Du erfährst jetzt die 4 häufigsten Irrglauben, die dich davor bewahren, Frauen zu verführen, wunderschöne Erfahrungen zu sammeln und vielleicht sogar entlang des Weges irgendwann die richtige zu finden. Irrglaube Nummer 1. Du musst extrovertiert sein oder besonders charismatisch. Bullshit. Wenn du das hier kannst, wenn du ihr furchtlos in die Augen schauen kannst und dabei nicht anfängst, nervös zu lachen, sondern diesen Laser-Augenkontakt aufrechterhalten kannst, dann bist du verdammt attraktiv. Dafür musst du nicht viel reden. Dafür musst du zuhören können. Nicht jede Frau will eine Labertasche. Irrglaube Nummer 2. Frauen wollen nur eine Beziehung oder versuchen, jeden Mann einzufangen und sofort zu binden. Bullshit. Frauen lieben Sex. Aber genauso wie viele Männer Angst haben, Frauen ihre wahren Gefühle zu zeigen, so haben auch viele Frauen Angst, sich einem Mann vollends hinzugeben. Das ist ja der verdammte Knackpunkt. Viele Kerle, die dir weismachen wollen, wie du Frauen verführst, haben selber keinen blassen Schimmer, wieso das Leben einer Frau eigentlich aussieht. Sorry, damit bist ja nicht du gemeint. Aber wenn du Frauen verstehen willst, dann musst du verstehen, dass Frauen Sex mit einem Riesenproblem verknüpft haben. Nämlich dem, was andere von ihr denken, wenn sie mit dir schläft. Leider sind wir in der Gesellschaft noch nicht so weit, aber das Problem ist ihr Ruf. Sie weiß, dass wenn zu viele der falschen Leute erfahren, wie viel Sex sie mit wem hat, das ist ein ganz großen Nachteil für sie und vielleicht sogar ihre Karriere haben wird. Das ist das Geheimnis. Sie lechzt und hungert nach Sex. Sie will endlich einen Mann, der ihr das geben kann, was so viele nicht können. Und wenn du jetzt schon einige Jahre oder vielleicht noch nie Sex hattest, alles kein Problem. Wenn du mit ihr ganz locker über Sex reden möchtest und dabei ohne Angst sie auf ganz andere Gedanken bringen willst, dann habe ich dir hier ein Video dazu verlinkt. Sex sollte für dich die normalste Sache der Welt sein. Du bist ein Mann, sie ist eine Frau. Warum zur Hölle sollte Sex nicht als Option da sein? Irrglaube Nummer 3. Ich bin nicht attraktiv genug. Bullshit! Bullshit, Bullshit, Bullshit. Du hast schon längst alles. Alles, was du brauchst, um neben den Frauen aufzuwachen, neben denen du auch aufwachen möchtest. Du erlaubst es dir nur selber noch nicht. Genau das machen wir im Coaching. Einer meiner Teilnehmer, Christoph, hat mir erzählt, wie es bei ihm irgendwann einfach Klick gemacht hat. Nachdem wir bei einem der letzten Coaching-Calls miteinander gesprochen haben, ist er auf ein Date gegangen und hat sie einfach so geküsst. Und sie hat mitgemacht. Natürlich hat sie das. Ja, und er hat die ganze Zeit gedacht, dass sie nur Freunde seien. Wenn du dieses Vertrauen hast, dass was du tust, das Richtige ist und diese tiefe Verbindung an oberster Stelle ist, dann wirst du eine Erfahrung nach der anderen machen, wo du dich auch bestätigt fühlst, wo Frauen genau dasselbe möchten und dir das auch zeigen. Und du wirst nicht mehr einsam alleine aufwachen, sondern du wirst neben den Traumfrauen aufwachen, die du auch haben möchtest. So, und wenn du mit mir persönlich darüber sprechen möchtest, wie wir dein Liebesleben auf Vordermann bringen, dann habe ich dir in der Beschreibung das Bewerbungsformular verlinkt. Irrglaube Nummer 4. Ich darf Frauen nicht hinterherrennen. Hier kommen wir zu einem wirklichen Hass- und Herzensthema von mir. Ich kann dir nicht sagen, wie viele beschissene Meinungen da draußen rumgeistern. Männer, die dir weismachen wollen, es sei wichtig, ihnen zu zeigen, wer hier der Boss ist oder irgendwelche infantilen Tricks, mit denen du sie zu dir nach Hause manipulieren kannst, was vielleicht bei Teenagern oder sehr unselbstbewussten Frauen Anfang 20 funktioniert. Das ist nicht, was du möchtest. Das ist nicht, was ich möchte und das ist definitiv nicht das, was ich dir beibringen werde. Wenn du wissen möchtest, wie du richtig schöne und intelligente Frauen, die was auf dem Kasten haben, in dein Bett und in dein Leben verführst und das nicht nur für eine Nacht, sondern solange du möchtest, dann pass jetzt unbedingt auf. Jeder kennt diesen Kerl und du bestimmt auch, der Frauen über alles stellt, der Frauen aufs Podest stellt, der ihnen hinterhereifert und sein ganzes Leben nach ihnen strukturiert.
Jeder hat vielleicht diesen einen Kumpel aus dem Freundeskreis oder den einen Schwager oder Bekannten, der, als er seine Frau kennengelernt hat, ganz anders wurde und seine Freunde vernachlässigt hat, seinen Sport vernachlässigt hat und nur noch alles mit ihr gemacht hat. Und es ist nicht schön, mit anzusehen, wie Männer ihre ganze Männlichkeit, ihr ganzen Rückgrat für eine andere Person beiseite legen. Das ist traurig und es ist definitiv nicht das, was ich dir hier sagen möchte. Es geht um diese emotionale Unabhängigkeit, der Freiheit als Mann, auch einer Frau selbstverständlich Nein sagen zu können. Diese Freiheit, die du auch mal hattest und die du dir wiederholen musst. Aber nur weil du Nein sagen kannst, heißt das nicht, dass du nicht aus ganzem Herzen Ja sagen darfst. Und das verstehen diese Typen nicht. Das verstehen diese meisten Flirt-Coaches nicht. Sag einer Frau doch einfach mal, ich finde dich fucking wunderschön. Und ich weiß, die meisten Kerle wollen irgendwas bezwecken, wenn sie dir das sagen. Aber das will ich nicht. Ich sag's dir, weil es die verdammte Wahrheit ist. Welcher Mann sagt einer Frau schon sowas? Welcher Mann ist so unabhängig und verehrt sie? Das ist der Traum einer jeden Frau. Das checken so viele Kerle aber einfach nicht. Unabhängigkeit plus Verehrung. Das ist wirkliche Anziehung. Denn das ist attraktiv. Davon fühlt sie sich angezogen. Und dann kannst du ihr auch den Hof machen. Dann kannst du ihr auch Komplimente schenken. All das ist erlaubt. Weil du es verdammt nochmal mit Rückgrat machst. Und das will sie. So, und ich sag's dir zum zweiten Mal. Wenn du ebenfalls der Mann werden willst, den Frauen wollen, dann meld dich mit dem Link in der Beschreibung zur kostenlosen Erstberatung. Wenn du es nicht tust, wünsche ich dir das Beste im Leben. Dann kommen wir nicht zusammen und das ist total in Ordnung. Aber wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, wo du gerade stehst, wo du hinkommen möchtest und ob ich dir dabei helfen kann, dann tue ich das liebend gerne. Und ich weiß, es gibt viele, die dir das sagen, weil sie irgendwas von dir wollen. Aber ich sag's dir, weil es die fucking Wahrheit ist. Schöne erotische Erlebnisse verschiedener Schattierung, teilweise auch bis zum Äußersten gekommen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es hat mir für die Arbeitswelt geholfen, es hat mir im Privaten geholfen. Und ich kann mich nur empfehlen, geh zum Coaching bei Andy, das ist genial.